Ich bin endlich auf der Karte draußen und drehe mehr krumme Dinge als eine Bananenstaude. Das einzige, was du krachen, ist die Geo-Chips. Und täglich hängst du mit Lappen ab wie eine Klitoris. Ich beende das Vogelzwitschern der Kolibris mit Snipergewehr und nem Hochgeschwindigkeitsprojektil. Komm mir nicht mit deinen komisch klingenden Mongo-Beats. Nein, ich will kein Feature von drogensüchtigen Wannabes. Sex mit dir. Ich will Sex mit dir. Mit dir, Apache, ich will Sex mit dir. Apache, ich brauch hey, Sex mit dir. Im Holidaypark erlebe noch mehr Horror in den fünf Scares. Ja, Horror ist genau das Richtige für mich. Geben wir uns jetzt echt Apache, IP ist draußen. Ja, wollen wir uns jetzt die ganze EP reindonnern? Wir geben uns jetzt mal Sex mit mir, was ist denn das? Jetzt macht er endlich von seinem Ruf Gebrauch, indem er die ganzen Frauen abschleppt, so. Die ganzen Frauen werden jetzt penetriert mit einem aufgeklappten Regenschirm. Yes, diese, das kommt auch alles auf YouTube hier, was ich jetzt aufnehme. Zumindest das, was nicht gesperrt wird. Du stehst da mit deinen Freundinnen mitten im Club. Du stehst da mit deinen Freundinnen mitten im Club. Farid, der Banger, ist mein Ghostwriter aus der Hut. Du stehst da mit deinen Freundinnen mitten im Club. Ich gette gerade gar nicht den Takt, Alter. Bewegst dich gern, doch nicht wie die anderen. So, ne? Du. Ah ja, ich hab ihn, Baby, ich hab ihn. Dein Kleid ist sehr offen, ich sehe, du hast ein Tattoo. Hab ihn. Alles ist aus, ich bin besoffen, alles was ich sehe, bist du. Alles ist aus, ich bin besoffen, alles was ich sehe, bist du. Ist irgendwie gerade ein bisschen komisch so, ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen, das ist nur ungewohnt irgendwie. Alles ist aus, ich bin besoffen, alles was ich sehe, bist du. Eis von Dior, mein Nacken ist schimmert im Licht. Digga. Und Präsident Amban, tut mir leid, ich knalle die Fakten auf dich. Ich knalle die Fakten auf Tisch. Okay. Ja, ist direkt, geht halt direkt wieder in die Richtung, die ich mag und echt feier so. Es ist halt wirklich so, ich weiß, viele von euch sind ein anderer Jahrgang als ich so. Und die, ich weiß nicht, ob die diese, natürlich kennt ihr das bestimmt so aus irgendwelchen Radiosongs und so, dieses Crying at the Discotheque und wie diese ganzen Eurodance von früher, die Tracks von früher alle hießen so. Das ist halt wirklich so, das sind genau auch diese Drums, diese Clap, diese Ksch, die auch so einen Hall mit sich bringt und so. Das sind genau auch diese Drums, die irgendwie früher in diesen Eurodance-Tracks benutzt wurden. Und deswegen, das ich fühle mich da immer, das hat so immer so einen Hauch von Nostalgie, wenn ich Apache höre irgendwie. Licht. Und Präsident Amban, tut mir leid, ich knalle die Fakten auf dich. Du schielst auf den Boden, den Kopf hebst du absichtlich nicht. Du willst ihn verheben, doch zu großes Ego, genauso wie ich. Du guckst auf den Boden, der Kopf hebst du absichtlich nicht. Zu großes Ego, genauso wie ich. Und doch trifft dein Blick ab und zu mein Blick. Bitte, Baby, brech mir nicht das Herz. Oh, nice! Bitte, Baby, brich mir nicht das Herz. Bitte, Baby, brich mir nicht das Herz. Aber falsch. Hey. Der Imperativ heißt brich, ja? Lustig, ich dachte, das sagt mir nur in Hessen falsch. Bitte, Baby, brech mir nicht das Herz. Das ist wie der Pinch mit in der Runde mit mir, in der JMC-Runde. Mach keinen Stress und vergess, wer der Chef ist. Vergess, wer der King ist. Sagt er das so? Mach keinen Stress und vergess. Und vergess, was geschehen ist, genau. Es heißt aber, vergiss, was geschehen ist. Ich meine, ich will hier kein Grammar-Nazi sein, so. Ich hau auch oft genug, ja, Dinge raus, die so grammatikalisch nicht abgenickt werden könnten. Aber es fällt mir halt immer auf. Es fällt mir trotzdem halt oft auf bei anderen so. Das heißt nicht, brech mir nicht das Herz, sondern brich mir nicht das Herz. Trotzdem die Melodie absolut geil, wollte ich nochmal gesagt haben. Finde ich komplett geil, typischer Apache-Modus. Und doch trifft dein Blick ab und zu mein Blick, bitte, Baby, brech mir nicht das Herz. Apache ist 22, ja, geil. Er knallt Fakten auf Tisch. Ja. Er labert nicht lang um den heißen Brei, so wie Babynahrungstester, sondern er knallt hier einfach raus. Ich will Sex mit dir. Mit dir willst du Sex mit mir. Hier ist schön dieser Arpeggio.
Das wird mir alles zu bunt. Mit Jim Beam in der Hand mache den Moonwalk. Frag mich nicht warum. Geil. Feier ich also, ey. Wird mir zu bunt. Mit Jim Beam in meiner Hand mache den Moonwalk. Frag mich nicht warum. Ich bin reich, weil ich trag ne Sonnenbrille im Club. Besitzer ist cool damit, weil er weiß, es gehört zu meinem Beruf. Ich trag Sonnenbrille im Club. Besitzer ist cool, weil er weiß, es gehört zu meinem Beruf. Ich will, dass du mit mir nach Hause kommst, denn ich bin reich. Ja. Schon noch drei Taschen, denn ich will mir sicher sein, dass du es weißt. Also die Parts finde ich wirklich irgendwie scheiße. Ich finde es auch, also fühle ich jetzt so am wenigsten so von den Apache-Dingern, die ich bis jetzt gehört habe. So irgendwie, ich weiß nicht, das ist zwar alles schon schön, aber dieser Flow geht mir halt so ein bisschen auf den Sack und auch so diese Thematik. Ich weiß nicht, es ist so, ja, ich finde es ja schön, dass er das so offenlegt, dass er gerne Sex mit einer jungen Dame hat. Finde ich ja schön. Wir alle haben gerne Sex und man kann da offen drüber reden. Allerdings finde ich so, dass diese Thematik im Zusammenspiel mit dem ganzen Song und mit dem ganzen Flavor, ich weiß nicht, das wirkt auf mich nicht so geil jetzt. Außer der Zwischenteil. Ein Blick, kommt gleich nochmal. Du stehst zwar auf Geld, aber Geld allein reicht nicht, versteh ich. Ich werd zwar bereuen, doch pack meine Moves aus, so Baby, jetzt dreh dich. Und dann trifft kein Blick. Genau das. Hat man's gesehen? Mein Blick, bitte, Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir. Willst du Sex mit mir? Talk, dieser Beat, ich wette mit euch, ne? Ich würde eine Wette eingehen und ich würde es unglaublich interessant finden, wenn ich es wirklich erfahren würde. Der Beat hat maximal 5 Spuren, Alter. Maximal. Und das, obwohl man die Kick oder dass man die, obwohl man die Drums auf mehrere macht, ne? Also manchmal macht man ja die Drums auf eine Spur, aber. Ja, super scheiße. Nee, also das hat mir jetzt wirklich, das ist so, ich will nicht sagen, ein Dämpfer gewesen, aber das ist mir auch jetzt irgendwie zu plump gewesen, so dieses, willst du Sex mit mir, ich will Sex mit dir und so, das ist so irgendwie ein bisschen plump gewesen, so. Beat fand ich trotzdem ziemlich cool und auch dieses Zwischenteil, trotzdem trifft ein Blick ab und zu mein Blick, bitte Baby, brich mir nicht das Herz. Das fand ich geil, ansonsten ab in die blaue Tonne damit. Nee, ansonsten halt, hat es mir halt nicht so gefallen. Aber es kann ja auch mal sein. Ich meine, es wäre ja schon unrealistisch, wenn jeder Track von Apache mich komplett weghauen würde. So. Bis jetzt hat es nahezu wirklich jeder Track gemacht, so, außer der jetzt nicht. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausendfüßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotzdem Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes,